Wie bist du eigentlich dazu gekommen, anderen Menschen zu helfen, Bruder? Wir brauchen kein Wissen, einfach mal irgendwas googeln und einfach mal irgendwas anwenden. Weil die Menschen sind sich heutzutage zu schade, in Wissen und in Lösungen zu investieren. Meine Tochter litt ja über 2 Jahre unter starker Neurodermitis. Mein Vaterherz hat einfach wehgetan. Der Arzt verschreibt einfach nur Cortison, aber es hat halt einfach nicht geholfen. Heute weiß ich mit meinem Wissen, Cortison lindert zwar so ein bisschen die Symptome, aber wird niemals die Ursache beseitigen. Aus Verzweiflung habe ich dann über 40.000 Euro in mein Wissen investiert. Und dann haben wir es dann wegbekommen mit dem richtigen, profunden Fachwissen. Ja, ist unfassbar wichtig. Nicht einfach nur auf die Ärzte hören, sondern auch mal ein bisschen selber seinen Kopf einschalten und nach Alternativen schauen, sagst du? Ja, weil es ist ja so. Deswegen ist es ja auch entstanden. Warum sagt uns das kein Arzt? Ne? Weil die Ärzte es uns halt nicht sagen. Weil sie es erstens vielleicht nicht wissen oder es uns bewusst verheimlichen. Es ist meine Meinung, kein Aufruf zum selbigen Denken. Daher bin ich der Ansicht, wer in der heutigen Zeit nicht seinen Kopf benutzt, sein Gehirn benutzt, der ist wirklich in der heutigen Zeit unfassbar krass aufgeschmissen. Also es wird immer wichtiger, auf sich selber zu achten und am besten sogar vorzubeugen, nicht erst, wenn man schon krank ist, oder? Also da ist es so, auf jeden Fall sofort prophylaktisch vorzugehen. Denn warum entstehen eigentlich Krankheiten? Ganz einfach, weil du langfristig über Jahre hinweg Fehlentscheidungen getroffen hast bezüglich deiner Gesundheit. Das musst du wirklich verstehen. Das heißt, Krankheiten sind langfristige Fehlentscheidungen, langfristige falsche Resultate, die aus dein falsches Leben resultieren. Boah, jetzt habe ich mal den Allmann raushängen lassen. Ja, hör mal, ne? Mein Name ist Karl Heinrich der V., ne? Weißt du Bescheid? Auf TikTok und anderen Social Media Plattformen hast du ja echt viele Menschen schon geholfen. Da hat man ja schon sehr viel lesen können und die Menschen bedanken sich bei dir. Was hältst du davon? Ja, wirklich, das erfüllt mich unfassbar krass. Also von helfen dürfen wir ja nicht sprechen eigentlich, ne? Weil helfen ist ja heutzutage nicht erlaubt, ne? Ja, weil ich muss halt auch aufpassen, wie ich rede, weil ich möchte ja auch nicht gesperrt werden, ne? Aber es erfüllt mich unfassbar krass und ich bin auch sehr dankbar dafür, denn Dankbarkeit ist die höchste Form von Emotionen. Also wirklich so geil, also es erfüllt mich so krass, weil ich habe es mir zur Herzensaufgabe gemacht, diesen wundervollen Planeten Erde zu einem lebensqualitativeren Ort zu machen. Dafür lebe ich und dafür sterbe ich. Dein Vitamin Dick King. Killer, der Junge. Maschine bin ich, du weißt Bescheid. Echt Maschine sogar. Und glaubst du, wenn man in den Supermarkt geht, kann man einfach blind irgendwelche Lebensmittel heutzutage kaufen? Oder muss man schon vorsichtig sein, was man da zu sich nimmt? Also ich würde sagen, in der heutigen Zeit ist es eigentlich fast nahezu unmöglich, wirklich qualitative Lebensmittel zu kriegen. Selbst wenn du Bio einkaufst. Ich kaufe zum Beispiel vorwiegend aus Dens Biomarkt. Ist so ein Bioladen. Aber da hast du ja auch nicht die hundertprozentige Garantie. Daher sage ich ja immer, sollte man sich immer darauf konzentrieren, wirklich ein Meister der Entgiftung zu werden. Das ist unfassbar wichtig, weil wir können es heutzutage nicht kontrollieren, weil heutzutage ist es nahezu unmöglich, irgendwie qualitative Lebensmittel zu kriegen. Daher sind wir darauf angewiesen, das richtige, profunde Entgiftungsfachwissen zu erlernen. Und das kriegt man ja alles vom Vitamin Dicking, ne? Ihr wisst Bescheid, ne? Die Karstoff Mastery Entgiftung Masterclass und den Abchecken ist wie immer alles verlinkt, ne? Yo, Vitamin Dicking! Was wie kamst du eigentlich auf den Namen Vitamin D King? Es ist so, ich wurde ja von den beiden besten Vitamin D Ärzten ausgebildet. Und da ja Vitamin D der größte Hebel ist, wirklich der größte gesundheitliche Hebel, habe ich mich halt dann Vitamin D King genannt. Aber nicht jetzt sagen wir mal sofort, weil ich musste mir den Namen erstmal erarbeiten. Und jetzt kann ich sagen, ich liefere in 7 Tagen geilere Ergebnisse als Ärzte in ihrer gesamten Karriere. Boom and Pow. Wow. Ja, Mann. Darauf erstmal ein Sü. Sü. Geil, Mann. Boah. Guck mal diese Aussicht an. Und nochmal Bruder, krass. Einmal zeigen, bitte. Oh, Junge. Geil, ne? Ja, Mann, echt geil. Das ist Leben, Alter. Das ist Leben. Das